Um den Wohnungsbau in Deutschland anzukurbeln, hat sich die Bundesregierung auf ein umfassendes Paket von Maßnahmen verständigt. Das 14-Punkte-Papier sieht unter anderem folgende Erleichterungen für private Hausbauer sowie für die Bau- und Wohnungswirtschaft vor. Aufgrund aktuell hoher Zinsen und Baukosten soll auf die geplante Verschärfung der Energiestandards bei Neubauten in dieser Legislaturperiode verzichtet werden. Laut Koalitionsvertrag sollte der Energieeffizienzstandard EH40 eigentlich ab Anfang 2025 vorgeschrieben werden. Die Regierung verzichtet zudem darauf, sich für eine Sanierungspflicht auf EU-Ebene einzusetzen. Verpflichtende Sanierungen einzelner Wohngebäude sollen ausgeschlossen werden, heißt es in dem 14-Punkte-Papier. Außerdem soll es Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds für den Erwerb von sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden mit Sanierungsauflagen geben. Die Ampelregierung will zudem den Erwerb von Wohneigentum für Mehrfamilien stärker fördern. Die Kredithöchstbeträge werden demnach um 30.000 Euro und die Höchstgrenze beim zu versteuernden Einkommen von 60.000 auf 90.000 Euro angehoben. Das noch junge Programm Wohneigentum für Familien war insbesondere wegen der bisherigen Einkommensgrenze kaum genutzt worden. Der sogenannte Speed-Bonus, der gewährt wird, wenn Heizungen vorzeitig klimafreundlich ersetzt werden, steigt für die Jahre 2024 und 2025 von 20% auf 25% und soll nicht nur Eigentümern im Eigenheim, sondern auch Wohnungsunternehmen und Vermietern zustehen.